Ich bin auch geimpft worden und damit sind wir beim Thema. Als ich geimpft worden bin, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten, musste ich mich eine Viertelstunde noch in den Messehallen in Köln aufhalten. Und da haben sie dann so ein Transparent gezeigt, irgendwie so ein Bier. Da stand dann drauf: Hüten Sie sich vor falschen Polizisten. Also bestimmt noch vor richtigen Messrechten. Man sollte sich vor falschen Polizisten schützen. Aha, denk ich im Impfzentrum, Plakate, die was nützen. Denk an ein paar Erlebnisse, die gar nicht lange her sind. Ohne gründlich nachzudenken, ich sogar noch mehr find. Schützt euch und eure Lieben vor falschen Polizisten, die euch drangsalieren und so tun, als ob sie's müssten. Und rabiat euch eure Würde nehmen und nicht mal so tun, als würden sie sich dafür schämen. Was sind falsche, was sind echte, was sind gute oder schlechte? Woran erkennt man Qualität? Dass man an die Falschen nicht gerät. Wenn's deutlich wird, dann ist es oft zu spät. Lasst euch nicht behandeln, als wärt ihr Kriminelle. In Uniform sind manche selbstverdächtig auf der Stelle. Sie tun so, als wär stets das Gesetz auf ihrer Seite und warnen deutlich so davor, dass jemand es bestreite. Wenn sich eine blaue Phalanx vor den Bürgern aufbaut und brutal und hemmungslos auf Demonstranten draufhaut, wie kann man da glauben, das wären echte Polizisten? Sie tragen keine Namensschilder, wie wär's, wenn sie's wüssten? Was sind falsche, was sind echte, was sind gute oder schlechte? Woran erkennt man Qualität? Dass man an die Falschen nicht gerät. Wenn's deutlich wird, dann ist es oft zu spät. Sieh mal, was passiert, es gibt Demonstrationen, Schlagstock, Einsatz, Polizei kann Täter auch verschonen. Schauen weg, sehen rechten Schlägern auch noch zu, nur den Gegendemonstranten lässt man keine Ruhe. Wie beinahe vor 100 Jahren, wie war das in Weimar? Geht es weiter so, Demokratie wär bald im Eimer. Wer wartet darauf und wer will sogar, dass es passiert, dass man die Menschen mit Gewalt und Hass tyrannisiert? An die Falschen nicht gerät. Wenn's deutlich wird, dann ist es oft zu spät. Die Polizei sucht Nachwuchskräfte, dafür wird geworben. Die sind, nehme ich an, wenn sie sich melden, unverdorben. Doch was sie dann lernen sollen, wird das kontrolliert. Werden sie als Einsatzkräfte auf Gewalt dressiert? Junge blaue Setzlinge will ich pauschal nicht rügen, denen eingetrichtert wird, sie hätten sich zu fügen. Doch schalten sie ihr Denken, ihr Gewissen einfach ab. Sind sie falsche, schlechte, ihre
eure Qualität wird knapp. Schaut, die Polizei behauptet, ohne zu erröten, sie wird uns beschützen, das Vertrauen ging längst flöten. Ob sie wohl ihr Ding macht oder lässt sie sich missbrauchen, wer zwingt sie dazu, uns in Pfeffergas zu tauchen? Die Polizei hieß es einstmals, ein Freund und Helfer wäre, doch wenn sie es nicht ist, kann sie daraus keine Lehre. Kannst du Uniformierten nicht mehr einfach so vertrauen? Sollten sie mit starrem Blick bedrohlich auf dich schauen? Was sind falsche, was sind echte, was sind gute, was sind schlechte? Woran erkennt man Qualität? Dass man an die falschen nicht gerät. Wenn's deutlich wird, dann ist es oft zu spät.